Wenn ich gestresst von der Arbeit nach Hause komme und wirklich fix und foxy bin, dann gehe ich erstmal aufs Gartenglückfeld und auf meine Parzelle und fange an zu hacken und Unkraut zu jäten und zu ernten. Das ist, danach geht's mir so gut. Ich hab gar keine Ahnung von dem ganzen Gemüseanbau und Zeugs. Und deswegen war das eine ganz schöne Gelegenheit, sich ein bisschen zu erden. Das zu wachsen sehen ist natürlich super und dass man da selber dran gearbeitet hat. Und eben das ändert schon auch das Verhältnis, was man zu den Lebensmitteln hat. Je länger die Leute dabei sind, desto entspannter werden sie. Also wenn irgendwas irgendwie nicht wächst, kriegen sie keine Krise, so, weil sie wissen, es wird alles später wieder gut. So. Und es werden natürlich Profis später. Und außerdem ist das wirklich so, dass hier die Leute, die hier arbeiten und nachher auch ernten, immer irgendwas mitbringen. Jeder hat irgendwas dabei, meistens was zu trinken, ja, weil es hier sehr warm wird. Oder ein Liegestuhl. Und wenn der Liegestuhl nicht besetzt ist, dann kann ich mich da reinsetzen vom Nachbar. Unser Anliegen ist ja, dass der Boden immer besser wird und nicht schlechter. Und es gibt einige Indikatoren dafür, zum Beispiel Humusgehalt. Es ist jedes Jahr eine Herausforderung, das alles so zu jonglieren, dass es dann später passt. Und einmal ist das dann später im Jahr, wo man sieht, was man im Frühling gemacht hat, wenn das alles wächst und die Leute sich freuen. Und man trifft dann die Leute und sieht, okay, sie sind sehr zufrieden. Oder auch, das macht mir auch Spaß, wenn sie nicht zufrieden sind, was muss man machen, dass es dann doch dann später wächst und sie dann zufrieden sind. Zur Gemüseselbsternte erstmal allgemein. Die hat ihren Ursprung in Österreich. Und zwar ist damals nach der Tschernobyl-Katastrophe hat sich eine Volkshochschulgruppe gegründet und überlegt, was können wir denn machen, um wirklich regionales, biozertifiziertes Gemüse direkt vom Erzeuger zu bekommen, wo wir eine absolute Herkunftsgarantie haben. Und da haben die sich dieses Konzept der Gemüseselbsternte überlegt, das heißt in Österreich Selbsterntegärten. Dann hat sich die Uni Kassel bzw. der Versuchshof unserer Uni eben dieses Konzept hat das übernommen und hat sich dann auf die Fahnen geschrieben, das in Deutschland so ein bisschen zu verbreiten. Und da haben wir es während des Studiums kennengelernt und waren dann echt Feuer und Flamme, weil das Tolle am Garten oder an der Gemüse-Selbsternte ist, dass man auch als Bauer nicht nur vor sich hin wirtschaftet und in relativer Monokultur da seine Pflanzen anbaut, sondern was uns eben so unheimlich viel wert ist, der sehr intensive Kontakt zu den Leuten und dass man dieses Gemeinschaftsding hat, und wirklich so einen ganz, ganz bunten Gemüsegarten dadurch entstehen lassen. Und in jeder Hinsicht bunt, von den Menschen her und von den Pflanzen her. Wir haben angefangen mit einer Radhacke, mit einem riesen Wasserfass und mit einer Handsämaschine und hatten so einen ganz kleinen Bulli. Da haben wir das immer alles reingepackt, einen ganz alten Bulli, und sind dann da zu unserem Acker gefahren und da haben wir dann losgelegt. Da waren wir ja absolute Pioniere. Das ist genau, wir haben dieses Jahr unser 10-Jähriges. Das ist 10 Jahre her. Wir sind die Ersten gewesen, die das mal komplett losgelöst von einem landwirtschaftlichen Betrieb gemacht haben. Und was wir gerade hier machen, der Boden ist ja bearbeitet, so dass man die Samen gerade auf die wasserführende Schicht ablegen kann, also flachgründig. Und wir machen jetzt Bodenbearbeitung nur für die Kartoffeln etwas tiefer, damit wir einen schönen Damm formen können, damit wir genug lockere Erde haben, um den Damm zu formen.
2007 konnten wir uns unseren eigenen größten Traum erfüllen. Und den eigenen Hof haben wir dann gefunden. Der ist jetzt zwischen Overath und Bergisch Gladbach, der Kleefhof. Wir haben uns hier sehr schön was aufgebaut vor Ort, sehr klein strukturiert durch unsere ganz kleine Tierhaltung und so. Das ist so eine kleine Idylle, die wir da haben. Das ist auch nicht realistisch und überhaupt nicht übertragbar auf andere Betriebe, weil wir davon nicht leben. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Gartenglück. Das ist unser Betriebszweig, das Hauptstandbein, womit wir auch, wovon wir leben können. Die Voranzuchtdaten vom letzten Jahr hast du jetzt im Computer, weil das stimmt ja, glaube ich, hier nicht, was hier manchmal so drin steht, würde ich so denken. Ja. Dann würde ich dir das nämlich übergeben, hier einmal die hier reinzusetzen und zu gucken, wie die ungefähr passen, dass man. Ich denke, das ist super, dann hat jeder auf einen Blick sofort klar, ob jetzt die Sufer, was in der Zeit, wo sie da sind, ungefähr ansteht, was passiert. Und im Vergleich zu früher ist es jetzt halt viel mehr organisatorische Arbeit geworden. Wir haben sehr viel mehr Büroarbeit, der Anteil ist deutlich gestiegen und nimmt deswegen auch einen ganz, ganz großen Teil an unserer Arbeitszeit einfach ein. 14 war es so. Die Fruchtfolge ist in dem Moment wichtig, wo ich einen Standort habe und auf dem Standort bleibe oder bleiben will. Und das funktioniert eben nicht, wenn ich ökologisch wirtschaften möchte. Und irgendwann habe ich die sogenannten bodenbürtigen Krankheiten, die im Boden drin sind. Und die meisten Gemüse sind nicht selbstverträglich. Die können nicht zwangsläufig mehrere Jahre oder auch schon ein zweites Jahr hintereinander angebaut werden. Das ist natürlich eine ganz schöne Herausforderung, auf so einer Gemüse-Selbsternte eine Fruchtfolge zu erstellen. Wir haben das hingekriegt, das ist seit 2 Jahren, dass wir das haben, und nach Pflanzenfamilien sortiert, verschiedene Blöcke einrichten und die halt auf dem Acker rotieren lassen. Und damit, dieser Rotation, haben wir schon mal 3 Jahre abgedeckt. Aber das reicht nicht. Die meisten Pflanzen brauchen eine 5- bis 6-jährige Anbaupause. Deswegen doppeln wir die Fläche, pachten also das Zweifache an Fläche. Und dann haben wir nochmal 3 Jahre gewonnen sozusagen. Und in diesen 3 Jahren bauen wir Kulturen an, die nach Möglichkeit eben ganz und gar nicht verwandt mit diesen Familien, mit unseren Gemüsekulturpflanzenfamilien sind. Das ganze Saatgut, was wir vom letzten Jahr übrig haben, da müssen wir jetzt einfach einmal grundsätzlich eine Inventur machen, gucken, was haben wir da, was müssen wir bestellen. Und die Saatgutbestellung, die muss natürlich auch ganz dringend raus. Also ich versuche ungefähr 100 Samen in ein Schälchen zu bringen. Also 25 in eine Reihe. Das ist auch ganz wichtig, wenn dann die Erde draufkommt. Das sind ja, also die keimen ja im Dunkeln, die Nachtschattengewächse. Und da kommt also ungefähr 0,5 cm Erde obendrauf. Und dann ist auch ganz wichtig, dass man die gut andrückt, damit das nicht wegschwemmt, damit die Samen nicht wegschwemmen, die Erde nicht wegschwemmt, wenn man die gießt. Ne, solange die noch nicht rausgucken, kann man die eben auch noch gut bedecken, damit es feucht bleibt. Dann hat man so ein bisschen dieses Treibhauseffekt. Die Würste, die Samen in die Löcher rein. Okay. Und das heißt, egal wie schnell man fährt, es fallen immer gleich viele Samen pro laufenden Meter. Das sind Möhrensamen von der späten Möhre. Ich habe auf verschiedenen Höfen auch gewuft und wir sind hier einfach hängen geblieben wegen der guten Stimmung. Das ist echt
finde ich sehr inspirierend, dass Katrin und Genia ganz offensichtlich ihren Lebenstraum hier verwirklicht haben und mit allem, was sie machen, sehr zufrieden sind und das eben auch so ausstrahlen. Und dann konzentriert sich auf das, was man schafft, was man gut gemacht hat, was gut funktioniert. Und wenn mal was schief geht, dann ist das irgendwie nebensächlich. Ach, aber sie werden sich schon rausarbeiten. So. Gut. Noch tiefer rein. Oder so. Das ist kaputt gegangen. Ich habe keinen neuen und keine E-Mail-Adresse. So, deshalb musste ich immer telefonieren. Wir haben vor 10 Jahren angefangen. Ja. Wir haben vor 10 Jahren angefangen. Ich habe noch während der Anlagezeit meine Diplomarbeit geschrieben über was anderes, aber Ackerbau. Ne? Ich kann sagen, stolz auch, wir haben schon eine Welle damit losgetreten. Es gibt fast in jeder Stadt eine Gemüse-Selbsternte und in Köln gibt es ja auch viele Gemüse-Selbsternte-Projekte und wir waren die Ersten und das ist ganz toll. Das, was ich jetzt erzählen werde, steht auch hier auf dem Zettel. Den Zettel kriegt man gleich bei meiner Frau, wenn sie da ist, sie ist sofort da. Wir fangen mit Parzellenabstecken an. Ja, so groß nicht, Susi. Man muss schon den Weg erkennen. Normale Schritte vergehen. Schritt 3, Pfade trampeln. Schritt 4 und 5 fallen aus. Weil es gibt keine Fliese, weil es keine Pflanzen gibt, weil wir nicht pflanzen konnten, weil es geregnet hat. Es ist auch so, heute ist der einzige Tag, wo man sicher die Nachbarn trifft. So, man kann jetzt schon mal die Telefonnummern austauschen, E-Mail-Adressen, Urlaubsvertretung absprechen und so weiter. Genau, das merke ich eigentlich nicht. Also unterschreiben muss man die Unterschreiben? Nee, irgendwie, dass man es nicht erfangen kann, dass man da Welle machen, wenn sie an jedem Block ankommen. Wir gehen halt auf die Rudolfsteiner Schule in Bochum und da ist es halt so, dass man in der 9. Klasse ein Landwirtschaftspraktikum macht und jeder durfte sich seinen eigenen Hof suchen und wir haben den Käfer halt auch im Internet gefunden. Man sieht, dass wir hier schon 4 Reihen gepflanzt haben. In jeder Reihe sind abwechselnde Kulturen, damit man so viele Kulturen wie möglich auf diese 25 Meter unterbringt. Also wir pflanzen zum Beispiel abwechselnd Rosenkohl und Spitzkohl. Und das ist super praktisch, weil Spitzkohl wird schnell geerntet und dann kann Rosenkohl sich weiterentwickeln und wachsen, weil der braucht großen Abstand. Oder wir pflanzen Wirsing und Kohlrabi. In einer Reihe, da ist es genau das Gleiche. Wirsing wird ja sehr groß und Kohlrabi wird schnell geerntet, bevor Wirsing so groß geworden ist. Und dann kann Wirsing dann sich breit machen. Okay.
laufe ich nämlich erst hinter Len her, weil da der Wind von der Hand kommt. Das ist unser Feld. Das teile ich mir mit einer ganz lieben Freundin. Also ich bin an das Gartenglück gestoßen, indem ich eine Urlaubsvertretung gemacht habe. Habe ich erst mal gemerkt, halt, die Möhren, das hat mich so richtig an meine Kindheit erinnert. Weil das war so richtig der voll aromatischer Geschmack, dieses schöne dunkel-orangefarbige. Und da habe ich das gemerkt, dass das aus den, aus diesen Supermärkten eben halt wässrig war. Und von da an mochte ich eigentlich selber so ein Feld haben. Das ist das, Butternut? Da müsste er auch draufstehen. Ja, steht ja auch. Steht drauf? Prima. Ja, ist okay. Ja. Nehmen wir, ne? Ja. Hier ist ein Kinderpaprika. Die müssen, genau. Hm. Also es ist jetzt das vierte Jahr, dass ich mitmache. Und ich habe auch damals angefangen, mich auch mehr mit Essen oder überhaupt generell mit Lebensmitteln zu beschäftigen. Und habe auch wirklich auch eine Zeit gehabt, wo ich saisonal mich ernährt habe. Und das ist ja auch genau das, was man ja auch hier hat. Also man lebt quasi davon, was das Feld einem bietet oder was man gerade ernten kann. Gerade, ob ich noch mehr von den Pepperonis holen soll, ist eigentlich ein bisschen zu wenig, ne? Oder? Keine Ahnung. Ich frage, ob man schon was mitnehmen soll. Ja, ich habe schon abgeschnitten. Hab ich schon gesehen, ne? Du, das schmeckt gut. Ja, ne? Kannst du machen. Das schmeckt wie Buttersalat. Mm. Ne? Durch Cecilia haben wir auch sehr viel gelernt letztes Jahr. Da hat sie uns schon viele Sachen gezeigt, wie man auch bei manchen Pflanzen, auch, also zum Beispiel auch bei den Zwiebeln, auch da so ein bisschen die Erde lockern muss, damit die auch besser wachsen können. Und das war ganz gut. Sehr hilfreich. Ja. Ich weiß nicht, welches hier aufgeht. Sportlich sehen. Ja, klar. Das darf man nicht vermissen. Es muss ja Spaß machen. Ich habe jetzt auch Zeit. Wenn man jetzt mit ganz großen Anbietern uns vergleicht, die das deutschlandweit machen, ist natürlich so, dass wir vor Ort da sind.
Also wir haben eigene Parzelle, eigenen Garten auch auf dem Acker und kennen die Probleme. Also wenn irgendwas nicht wächst oder so, dann wissen wir schon genau warum, weil wir das angelegt haben. Also es kann an uns liegen, während der Anlage ist ein Fehler passiert oder es kann dann ein Fehler von Kunden kommen, dass sie irgendwas falsch gemacht haben. So. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass wir zu den wenigen zumindest gehören, die zweimal die Woche vor Ort sind. Erbsen. Die Erbsen gehen nicht, aber die waren schon bei der Übergabe zu spät. Also die gehen halt in die Blüten mit dem langen Tag, wie jetzt. Das heißt, wenn man sie jetzt aussehen würde, wachsen sie so und dann gehen sie in die Blüte. Mhm. Und dann ist der Ertrag so, so klein, dass man sich fragt. Ne? Deswegen könnte man Boden aussehen. Hallo. Ups. Das ist nicht das optimale Gerät, aber der Boden muss halt gut aufgelockert werden vorher. Was hast du denn da hingesetzt? Ist das eine Gurke oder was hast du? Nee, das ist der Hokkaido ist das, eben sein. So, hier ist Schneckengröße. Dicke, fette Kartoffelkäfer. Ja. Die Sorgen eines Biobauern. Alles in die Tüte. Muss ich leider umbringen danach. Wenn du nicht sammelst, dann wird dir alles weggefressen. Und wenn die anfangen, wenn die richtig ausgewachsen sind, beziehungsweise wenn die Blüte vorbei ist, dann ist egal. Dann brauchen die. Dann können wir die Käfer drauf lassen. Die Trockenheit macht dem Feld dieses Jahr total zu schaffen. Ja, normalerweise haben wir Salat, der ist jetzt schon so hoch und da hinten kommt kaum was. Und genau. Auch die Zucchini sind schon wesentlich weiter. Es ist alles noch so klein. Zum Teil ist gar nichts gekommen. Wir haben keinen Schnittlauch, wir haben keine Zwiebeln, wir haben kein Basilikum. Da ist überhaupt nichts gekommen. Mhm. Und sonst hatten wir ohne Ende. Und verliert man da nicht ein bisschen die Lust auch? Ja, Cecile auf jeden Fall. Die hat gesagt, sie macht es nicht nochmal. Ja, mag sein, ich möchte eigentlich, soll ich mich nicht so beklagen, weil die Ernten vorher waren ganz toll. Also wir haben normalerweise von dem Feld den ganzen Sommer gelebt und Zucchini-Schwämme hatten wir. Ja, soll es 4 Tage jetzt regnen, das kann sein, dass das nächste Woche hier ganz anders aussieht. Explodiert. Dass das hier explodiert, ja. Abstand 30 cm. Die wickeln wir dann da rein. Just. 3 rein. Eigentlich muss man wirklich sagen, das ist schon ein Garten oder ein Acker für den modernen Mensch. Mhm. Weil man muss nicht so viel gießen, nicht so viel einpflanzen. Kaum Dünger dazu geben, eigentlich nur fast nur ernten. Du musst eine Kuhle graben, ja, und den dann dort einsetzen. In die Kuhle. Und dann direkt wieder und dann, aufhäufeln. Ja, oder dann erstmal eine Woche stehen lassen und dann häufeln. Und immer wenn es weiß wird, also hier zum Beispiel, das ist eigentlich auch nicht. Hier sieht man auch, wird es wieder weiß. Ganz leicht, ganz leicht. Da muss man dann wieder häufeln. Also eigentlich wäre es gut, wenn man jetzt wieder so häufelt. Mhm. Und dann wird der beim wird unten immer dicker und dann und je länger. Man will ja das Weiße auch lang haben. Genau, guter Tipp. Danke, Sophia. Ja, bitte. Papa. Die reiche Ernte.
Oh Gott. Was für Riesenzucchinis. Vor 3 Wochen hatte ich eine, die war noch größer. Ich muss heute also viel Beikrautregulierung betreiben. Gott, ey, wenn das Profigärtner sehen würden. Schon mal so eine rote Beete im Supermarkt gesehen? Nee. Ja, die schmecken fantastisch, so richtig intensiv. Und es ist bei allen Sachen auf dem Feld so, auch wenn sie mal ein bisschen größer werden, ein bisschen übergehen, schmeckt alles intensiver und direkter. Ich weiß nicht, es schmeckt lecker. Ja. Und bekommt jetzt schon richtig irgendwie Appetit. Wasser im Mund, was auch immer man damit macht, wenn es nur ein Brot ist und da irgendwie auf einer Möhre rumkaut, ganz ökomäßig. So, was mache ich mit dem Kohl bloß? Ach, den Glück, die. Würsing ist erntereif, wenn die Köpfe geschlossen und sehr fest sind. Während sie lange nicht geerntet, kann es passieren, dass sie platzen, das heißt aufreißen. In dem Fall passiert. Sie sind auch dann noch genießbar, gegebenenfalls müssen sie in diesem Fall faule Stellen herausgeschnitten werden. Sehr gut. Ja? Nee, das ist echt festes Holz. Doch nicht so fest. Aber wir haben schon so viele Bohnen geerntet dieses Jahr. Also, überhaupt mal zu erfahren, wie das Ganze mal an der Pflanze aussieht. Welche Pflanze, welches Grünzeugs zu welchem Gemüse gehört. Und wie man damit umgehen muss. Also, learning by doing und lernen durch Scheitern ist hier auf jeden Fall mit angesagt. Hol ich gleich. Es ist eine tolle Sache, um einen direkteren Bezug zur Natur oder zu Nutzpflanzen zu bekommen, die man als selbstverständlich erachtet, was da für eine Arbeit hintersteckt. Sich das bewusst zu machen, ist ganz viel wert. Und das Kaufverhalten im Supermarkt ändert sich auch dadurch. Ich esse viel mehr Gemüse, viel mehr Grünzeugs als vorher. Leckeres Grünzeugs. Es gibt so 1000 verschiedene geile Grünzeugsachen. Und dadurch kaufe ich eben auch anders ein. Weniger Fleisch und auch mehr nach Rezepten, weil ich habe dann irgendeine Basis. Ich habe dann irgendwie einen Salat oder sowas und dann überlege ich mir, was kann ich dazu machen und entsprechend kaufe ich dafür ein. Also heute gibt es ein Fenchelgratin. Ich habe mal noch ein Fenchel hier aufgehoben. Also die sind ein bisschen zu spät geerntet, wie man sieht. Fangen schon an zu blühen leider. Aber wir haben so 5 Fenchel geerntet. 5? Ja. Zusammenbrösel mit Parmesan-Käse. Und da kommt noch ein bisschen Knoblauch dazu. Das kommt dann oben drauf. Ist da oben drauf? Ja. Guck mal, wir haben noch was nach der Kerne. Weil wir müssen. Ja, und dann wollte ich gerne die Bohnen so ein bisschen schneiden und blanchieren und einfrieren jetzt. Und dann haben wir ja dieses Jahr das erste Mal diese Patisson versucht. Kann ich ja mal zeigen hier. Das sind diese hier. Das ist jetzt in groß. Und jetzt, das ist eigentlich auch eine Zucchini. Hier sind die nochmal in klein. Ich habe die einfach in klein auch mitgenommen, weil die sonst auch so schnell so werden, wenn man jetzt eine Woche nicht hingeht. Und ich finde auch, das ist auch so ein Gemüse, das kriegt man eigentlich nicht im Supermarkt oder irgendwo. Vielleicht auf dem Markt irgendwo. Also es ist eigentlich eine Zucchini, es schmeckt wie eine Zucchini, aber es sieht doch irgendwie ganz nett aus, finde ich. Das geht ja total schnell. Ja. Deswegen, ich finde das jetzt auch nicht schlimm, die paar Erbsen noch dazu zu nehmen. So, jetzt müssen wir die einfach. Noch
Nu voor de camera. Kunnen we zo maken? Ja. Zie je toch wat? Goed appetit. Goed appetit. Ich habe keinen Zirkel. So, da wollen wir dem Erntedankfest alle Ehre machen. Da legen wir dann noch ein bisschen was, ein Kürbis dazwischen gleich. Genau. Von meinem Feld nehme ich den gleich runter. Ist ja doch noch was geworden, unser Feld mit allem Ernte. Also wir haben noch eine gute Ernte. Habt ihr noch eine gute Ernte? Ah, wir haben noch eine gute Ernte. Wir sind alle sehr zufrieden. Also Stockbrot ist ganz normaler Teig. Macht man an den Stock dran. Und dann hält man das übers Feuer. Und wenn das so bräunlich wird, dann ist das fertig. Und dann, also Stockbrot ist fast ganz normales Brot, nur am Stock gemacht. Ja, alles nur gekauft. Andreas, hier. Ich war schon immer mit jemandem dabei, ja, damit ich den Namen. Die Asche kam dann und vermengt mit anderen Sachen. Er raucht eine dicke Zigarre. Ja. Auf der einen Seite ist unser Gemüsefeld und auf der anderen Seite ist jetzt hier die Gründüngung. Da stehen die Sonnenblumen, da wuchsen ja, sieht man ja noch hier vertrocknet drunter, den Buchweizen und die Phacelia. Und genau das ist das, was für uns eben immer ganz, ganz wichtig war, dass man eben auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit wirtschaftet. Jetzt klappt das, dass wir eben diesen Fruchtwechsel haben und sogar auf den einzelnen Standorten, wenn das Gemüse, wo das Gemüse wächst, da haben wir ja auch die Fruchtfolge, wo wir eben auf die Unterstützung der Leute angewiesen sind. Das hat sich eben auf jeden Fall verändert im Vergleich zum ersten Jahr, dass wir diesen Fruchtwechsel machen können, die Fruchtfolge machen können. Und das ist eine Sache, die uns sehr, sehr also gefällt und die ja für den Ökolandbau auch absolut wichtig ist. Das ist ja immer so gleichzeitig, ne? Also man erntet und freut sich über die Ernte und gleichzeitig denkt man jedes Jahr, wie mache ich das nächstes Jahr ein bisschen anders, ne? So, und das ist auch schön, dass man immer sich so ein bisschen weiterentwickeln kann. Und jedes Jahr ist ja anders, also man kann dann gucken, wenn nochmal so ein Frühling kommt, mache ich so und so, ne? Also was ich persönlich halt als eine sehr große Bereicherung empfinde, ist halt zu sehen, dass man durchaus was bewirken kann, dass man was ändern kann auch. Es ist ein kleiner Schritt, aber ein Schritt, der dann doch hier vor Ort anfängt, wo man merkt, dass da passiert was. Ich konnte leider nicht früher kommen. Unser Wunsch wäre langfristige Pachtverträge und Flächen von der Stadt Köln. Ja, genau. Also muss nicht Stadt Köln sein, könnte auch jemand anders sein. Nur langfristige Pachtverträge sind wichtig.